Hungrig? Oh, endlich ist Serek Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dawn, Hutten. Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Der kleine Todesstern des Imperiums wurde in Stücke gesprengt und eine Rebellion hält die Obrigkeit in Atem. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Es reicht, Sliro. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Serek Besh unsere Gewürzruten ausbeutet. Dadiani Tuamaal. Shuto. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Er kam immer zuerst, selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Serek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Und jetzt wird gegessen. Ich weiß, Kumpel. Gib mir eine Minute. Das klappt schon, ha? Dank, Farek. Wo ist es? Schon gut, schon gut. Jetzt gibt's erstmal Futter. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Star Wars Outlaws. Ja, ich bin gerade tatsächlich ein bisschen in der Zwickmühle, denn ich weiß tatsächlich noch nicht, ab wann ich das Ganze hochladen darf. Viele Streamer spielen das jetzt schon, auch auf YouTube habe ich es jetzt gesehen, aber das sind alles größere Leute. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, ob wir pünktlich zum Start, weil ich habe mit Ubisoft Plus Gott sei Dank 3 Tage vorab Zugang, obwohl heute tatsächlich der 26. ist und das Spiel am 30. rauskommt, aber gut, das spielt jetzt keine Rolle. Ja, deswegen weiß ich noch nicht, wann wir diese Folge hier sehen werden, beziehungsweise wann ihr diese Folge hier sehen könnt. Ja, ich habe auch Hunger. Aber nichtsdestotrotz, das soll ja keine Rolle spielen. Ich bin mal gespannt. Ich bin ja eigentlich Star Wars Fan seit meiner Kindheit. Deswegen bin ich mal gespannt, welches tolle Werk hier Ubisoft hervorgebracht hat. Oder welches halt auch nicht. Wir werden es gemeinsam entdecken. Ach, und darauf freue ich mich schon. Geübt. Zeit für richtige Schlösser. Das Spiel soll ja so um die 30 Stunden lang sein. Mal gucken, was das so werden wird. Der Polizeiscanner ist ruhig heute. Hoffentlich bleibt es so. Ich weiß, es stürzen sich natürlich alle irgendwie auf das Spiel, aber ich möchte es halt als Star Wars Fan auch einfach machen, ne? Deswegen. Ach, wir brauchen richtiges Essen. Gut, richtiges Essen also. Was haben wir denn hier? Wo ist das Geld? Kai. Oder Kay? Wie auch immer. Wir hatten eine Abmachung. Es war nicht billig, die Polizei von dem Fall abzuhalten. Aber du hast nichts geliefert. Ich habe jeden Halter im Arbeitsviertel gefragt und du hast bei allen nichts als Schulden. Du musst mit ihnen abrechnen. Sonst wird mit dir abgerechnet. Ich gebe dir 3 Tage. Sneem. Okay, wir haben also Schulden. Das ist ja mal wieder ganz toll. So, dann würde ich doch mal sagen,
schauen wir mal nach was zu essen. So, der Weg nach unten. So. Sieht ja nicht ganz cool aus bis jetzt. Bin mal gespannt. Oh, okay. Was für mich ein bisschen komisch war, ist dieser Filmeffekt. Ich dachte schon, was ist mit meiner Bildschirmauflösung falsch? Das ist ganz interessant. Wir spielen tatsächlich auf 1080p, ne? Also nicht wundern. Bei 1440p mir noch ein bisschen unsicher und zu unstabil keine 60 FPS durchgehend geliefert hat, obwohl ich tatsächlich eigentlich einen recht performanten PC habe. Aber gut, das soll jetzt nicht weiter die Atmosphäre und das Spiel hier stören. Ich wollte nur mal ein paar Randinfos geben. Wenn ich gewinne, kaufe ich mir was gleich bei der Rennstrecke. Ort entdeckt, der zerbrochene Huf. Canto Bright. Du lässt dir viel Geld entgehen. Ich kenne sie nicht, gefällt mir nicht. Sag Bescheid, wenn sich das ändert. Na, Bram, ist das für mich? Nein. Aber das hier. Ah, mein Datenstift. Ja, er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der sechsten Sippe gefunden. Und gleich wirst du sagen, ich soll mich von der sechsten Sippe fernhalten. Du riskierst dein Leben. Anderer Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn's gut werden soll, muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Hof. Mach dir was zu essen. Und ich besorg dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. Hm. Neuer Questgegenstand. Defekter Datenstift. Okay. Wo sollen wir denn jetzt hin? Hier ist ja unser kleiner Freund. Wetten? Wer läuft denn heute? Das bedeutendste Königin von Kanto. Die Tribünen sind gefüllt. Ach komm, wir gehen mal darauf. Kredits sind Kredits. Die Menge! Enttäusch mich nicht. Schauen wir einfach mal. Wie es scheint, geht das Rennen jeden Augenblick los. Ich hoffe, wir haben uns richtig entschieden. Noch sehen wir keine Überraschung. Aber das Rennen hat ja erst begonnen. Du schaffst es. Okay. Gibt's ne? Nö. Können wir mal in die Geschichte reingucken. Fatirinnen von Canto Bright. Überall. Die Fatirinnen von Canto Bright erreichen seit kurzem ein größeres Publikum, da Wettkonsolen in mehr Kantinas und Spielhallen im Outer Rim zu finden sind. Diese Wettkonsolen zeigen Live-Übertragungen und bieten Wettfreunden Updates und Quoten in Echtzeit. Sowie den Kommentar direkt von der Rennstrecke in Canto Bright. Das Galaktische Imperium. Das Galaktische Imperium wurde im Nachgang der Klonkriege gegründet. Das Imperium, das Imperator Palpatine von Coruscant aus regiert, besitzt die meisten größeren Systeme der Galaxis und ist in einem brutalen Bürgerkrieg gegen eine weit verbreitete Rebellion verwickelt. Das Imperium ist schlecht für die Geschäfte Gesetzloser, da es keine Kosten und Mühen scheut, Verbrecher zu jagen und zu bestrafen. Nix, okay.
Kay-Wes. Kay-Wes ist eine junge Diebin aus den Arbeiterviertel von Kanto Bright, die unsicheren Zeiten entgegensieht. Gemeinsam mit ihrem Haustier und Komplizen Nix, einem Merkwal, ist sie auf der Suche nach einem großen Coup, mit dem sie für immer ausgesorgt hätte. Seit Kay von ihrer Mutter verlassen wurde, hat sie sich bei dem Wirt Bram eingemietet, der für sie zu einer Art Ersatzfamilie geworden ist. Nix. Nix ist ein Merkwal und scheint Kay-Wes Kindertagen ihr bester Freund und Komplize. Wo er herkommt und was er durchgemacht hat, ist nicht bekannt. Aber er ist Kay gegenüber extrem loyal und weicht nicht von ihrer Seite. Zusammen haben die beiden ihre Revier in Kanto Bright markiert und Nix' Fähigkeiten im Klettern, Hüpfen und Erkennen von Gefährten sind die perfekte Ergänzung für Kay. Bram Shano. Bram ist der Besitzer des zerbrochenen Hufes im Arbeiterviertel von Kanto Bright. Er kümmert sich seit Jahren um Kay und stellt ihr gratis Mahlzeiten und einen Schlafplatz auf dem Dachboden zur Verfügung. Wenn er nicht an der Bar steht, vermittelt Bram illegale Aufträge an Kay, sowie andere Diebe und Trickbetrüger. Trotz seines ruppigen Auftretens sorgt er sich um Kay und will, dass sie aus ihren Fehlern lernt. Kantonika. Kantonika ist ein Wüstenplanet im Kooperationssektor und Heimat der Casino-Stadt Kanto Bright. Kanto Bright ist exklusiv und teuer und wohlhabende Besucher aus allen Winkeln der Galaxis genießen hier die edelsten Erholungen und Unterhaltungsangebote, die man für Geld kaufen kann. Im südlichen Teil der Stadt liegt das Arbeiterviertel, wo man neben den Arbeitern der Stadt auch Opportunisten findet, die sich ihren Teil am Wohlstand der Stadt sichern wollen. Sorry, jetzt brauchen wir uns ja jetzt nicht durchlesen. Was haben wir denn im Inventar? Questgegenstände? Defekter Datenstift. Ein defekter Datenstift, der unbrauchbar ist, solange er nicht repariert wurde. Reban im Arbeiterviertel sollte das hinbekommen. Okay, Case Hemd, ja. Gürtel, okay. Okay. Achso. Kanto Bright ist eine Stadt der Kontraste. Sie wurde allein dazu erbaut, die großartigste, exklusivste und teuerste Unterhaltung bereitzustellen, die man in der Galaxis finden kann. Aber sie umfasst auch ein florierendes Arbeiterviertel, in dem Tausende von Leuten wohnen, die vom Tourismus leben. Die Stadt entwickelt sich konstant weiter und jeden Zyklus wird ihr Kern um neue Attraktionen erweitert. Der zerbrochene Huf. Bram gründete den zerbrochenen Huf, als er sich aus dem Fatir-Rennsport zurückzog. Und über die Jahre wurde das Lokal zu einem beliebten Treffpunkt für Bewohner des Arbeiterviertels. Bram nutzt es außerdem als Fassade für seine Arbeit als Hehler. Und er transportiert Güter und verwaltet Aufträge für Kay und andere Geschäftspartner. Kay mietet einen billigen Raum im Dachgeschoss, wo sie ein Bett und das Nötigste hat. Okay. Was können wir denn hier machen? Ist das nicht etwas zu viel Bunter-Gewürz? Soll ich mal für dich probieren? Vergiss es, Kay. Mir egal, was Bram sagt. Schnorr dich irgendwo anders durch. Ja, das ist blöd. Wir haben nichts zu essen. Unser kleiner Freund Nix auch nicht. Das ist ein bisschen doof. Aber gut. So, sollen wir rausgehen? Ja, okay. Interessant. Mit deinem kaputten Datenstift kommen wir nicht weit. Komm, Nix. Wir gehen zu Breber. Dann brechen wir in den Club Tarsus ein und stehlen die gefälschten ID-Karten aus dem Safe. Mit etwas Glück kommen wir damit auf ein Shuttle zu den Kernwelten. Okay. Verbrauchte Energiezelle. Repariere den Datenstift im Brebans Laden. Das machen wir, aber natürlich schauen wir uns auch ein bisschen um hier. Denn das wollen wir natürlich auch machen. Damit wir auch nichts irgendwie verpassen. Hier kommen wir nicht rein. Gut, wir müssen aber natürlich auch aufpassen. Ich denke mal, hier ist das ein oder andere auch.
nicht ganz ungefährlich ist. Halte Q gedrückt, um alle Aktionen zu sehen, die Nix aktuell ausführen kann. In verschiedenen Situationen kann Nix unterschiedliche Aktionen ausführen. Nix, ich hol die Beute. Auf dich ist Verlass, Nix. Ah, 25 Credits. Was können wir denn hier machen? Uns einfach mal hinsetzen. Okay. Mehr passiert dann aber auch nicht. Dann können wir auch wieder verlassen. Den Datenstift reparieren ist nach wie vor immer noch unser Ziel. Das ist ja logisch. Hier ist nichts. So, zu holen gibt's hier nichts. Hey, schleich mal rüber und hol das. Ah, okay. Machen wir uns mal ein bisschen mit Nix-Fähigkeiten vertraut. Das ist schließlich auch nicht verkehrt. Denn der wird uns ja hoffentlich das ganze Abenteuer lang über begleiten. Und wollen wir mal hoffen, dass ihm nichts zustößt. Ja, ist schon niedlich, der Kleine. Und vor allem auch hilfreich. Was ist das? Die Rechnung. Die drei Milo-Runen, die dein kleiner Wirbelwind letzte Woche stibitzt hat. Hey, du weißt doch gar nicht, ob Nix das war. Sowas wie ihn gibt's nur einmal. Du solltest bald bezahlen, sonst komme ich ihn mir holen. Ah ja. Ja, ich habe die Wette für sie. Hey, hol's dir. Okay. Okay, okay, gut. 50 Credits haben wir jetzt. Das läuft doch schon mal gar nicht so verkehrt. Was haben wir denn hier? Komm mal her. Hey, Nefis, ich hab zu tun. Hör mir einfach zu. Ich hab eine Stelle in meiner Rohrschraubermannschaft frei. Der Droide bleibt öfter stecken und ich brauche jemanden, der gut kriechen kann. Harte, aber ehrliche Arbeit. Tut mir leid, hab leider schon Pläne. Ja, die hast du immer, Kay. Okay. So, was haben wir denn hier? Oh, sieht aus, als wären alle Händler beim Kanto Cup. Hallo. Hallo. F1 Hilfe. Händler. Händler verkaufen eine Vielzahl spezieller Waren von Ausrüstung über Informationen bis hin zu Materialien, die Kay für die Verbesserung ihrer Fahrzeuge und ihres Blasters braucht. Dem Syndikat nahestehender Händler. Bei Syndikaten nahestehenden Händlern zählt der Ruf. Die Waren sind teurer oder billiger, je nachdem, wie es um Kays Ruf bestellt ist. Im Syndikat nahestehender Händler bieten ihre besten Waren nur vertrauenswürdigen Kunden an. Kay kann Zugriff auf ihr VIP-Angebot erhalten, indem sie ihren Ruf verbessert. Bei Händlern kann Kay überflüssige Gegenstände verkaufen, gestohlene Wertgegenstände eingeschlossen. Der Verkaufspreis wird von ihrem Ruf nicht beeinflusst. Manche Händler verlangen bestimmte Waren im Tausch gegen nützliche Gegenstände. Durch das Abgeben von vertraulichen Datenlisten bei Händlern, die ein Syndikat nahestehen, kann Kay ihren Ruf verbessern. Okay, verkaufen. Dieser Gegenstand hat keinen Nutzen und kann bedenkenlos verkauft werden. Kann bedenkenlos verkauft werden. Eine kleine Energiezelle, mit der verschiedene Geräte betrieben werden können, oder? Dann haben wir jetzt 74. Einen schönen Tag noch. Ja. Das wünschen wir natürlich auch. So, Brebans Laden ist nur noch 64 Meter entfernt. Dein Ding, Kumpel. Merk schon, sehr das gut, ist... Mein Freund. Die sechste Sippe war so gütig, euch Arbeit zu geben. Wir Glückspilze seid für die Rennen eingeteilt, aber ihr arbeitet für uns und deshalb habt ihr... Okay. Die nächste Lieferung kommt bald. Dann kriegst du deinen Anteil. Aber diesmal keine ID-Karten, ja?
Das letzte Mal haben wir ein paar Nashadar-Dokumente gefunden. Ich musste eine Akte anlegen. Halte dich einfach an die Abmachung. Keine Razzia im Südviertel, bis das geklärt ist. Okay, okay, interessant. Oh, was haben wir denn? Präbern. Willst du das haben, Nix? Verbraucht Energiezelle. Zu stehen gibt's hier nichts. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal bei Breban vorbei. Moin, moin. Oder so. Ach komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Weil ich ohne die gefälschten ID-Karten aus diesem Tresor den Planeten nicht verlassen kann. Ich bin fertig mit Kanto. Aber Kanto sati uba. Auch gut. Meine einzigen Optionen hier sind die sechste Sippe oder Gefängnis. Haku, an uba tinka sakutu utwata. Wenigstens kann jemand wie ich ein bisschen was absahen. Vielleicht sogar die Kernwelten sehen. Preban, hilf mir ein letztes Mal. Dann bist du mich für immer los. Eniki, kuduba numa jeje kopa. Basabata jope uba webta jakrita. Wie viele Credits möchte er denn? Und ein paar Kredits. Oder wie viel? 50? 100? 100. Wir haben nicht ernsthaft 99. Was ist hier ein Händler? Ja, okay. Ein Händler. Warum sehen Sie sich nicht um? Jetzt haben wir die Kredits. Also los, auf zu Preban. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Willst du gekrault werden, Nix? Trauen kann ich ihn aber gerade noch nicht, das ist doof. Na dann, gehen wir nochmal zu Preban. Das ging schneller als gedacht. Aber das ist auch nicht verkehrt. Hey, Preban, ich hab die Kredits. Wada. Jubakawa biasa jebe chutbasa bata. Na gut, probieren wir ihn aus. Okay. Alles klar. Holen wir die ID-Karte aus dem Club Tarsus. Das ist unser Ticket in die Freiheit, Nix. Und im Handumdrehen sind wir reich. Ja, hoffentlich. Aber ohne wahrscheinlich zu viel vorwegzunehmen. Wir wissen wahrscheinlich alle, dass das ein bisschen schief gehen wird. Denke ich mal. Kaum zu glauben, was die Leute so wegwerfen. Ich habe gerade in der Gasse hinter dem Club zwei völlig intakte Konverter gefunden. Du weißt, dass dort die sechste Sippe ist. Ja, die haben mich vertrieben. Die sechste Sippe. Okay, dann müssen wir nochmal. Ich denke mal, mit dem wir noch zu tun haben. Hallo, wen haben wir denn da? Viel los heute? Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Wirklich lustig. Hm. Komm, Nix. Suchen wir unseren eigenen Eingang. Das sollte, glaube ich, nicht so schwer werden. Da ist zu. Also, wenn dann hier irgendwo lang. Da ist er ja. Wahrscheinlich hier rein, oder? Ah, hier scheinen wir durchzupassen. Ist natürlich auch scheiße, wenn uns jetzt hier jeder kennt, ne? Gibt es kein Zurück mehr. Aber gut, dann wollen wir. Ach du Scheiße, F1 Hilfe. Datenstiftbenutzung. Höre auf das rhythmische Muster und drehe jeweils synchron zu jedem Beat im Loop auf linke Maustaste. Du kannst nach links und rechts gucken. Schwierigkeit anpassen. Wenn du möchtest, kannst du eine zusätzliche visuelle UI-Hilfe aktivieren. In den Optionen kannst du auch die Datenstift-Schwierigkeit anpassen. Okay, dann machen wir das doch mal. Verdammt. Ach so, okay. Na. Ja. Mein Gott. Okay. Haben wir. Nix kann das jetzt für uns auch schließen, ja? Oh, warte mal.
Da ist er ja. So können wir ihn streicheln. Du bist einfach der Süßeste. Ja. Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier schon mal die erste Folgenpause. Ich bin bis jetzt gespannt, was uns noch erwartet. Und es scheint bis jetzt ganz interessant zu werden. Ich hoffe natürlich auch, dass euch die heutige Folge gefallen hat und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Star Wars Outlaws ebenfalls wieder mit am Start wärt. Aber bis dahin, ciao!